Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dom. Heute geht es um Wing Chun als kompromisslose Selbstverteidigung. Die Videosequenzen, die ihr gleich sehen werdet mit meinem guten Kollegen Marco, sind nicht abgesprochen gewesen vorher. Das heißt, Marco greift irgendwie an, ja, und dann muss ich irgendwie versuchen, den zu handeln, zu Boden zu bringen. Wir versuchen immer, die ganze Situation am Boden zu beenden als Takedown-Technik. Trainiert diese Techniken, wenn ihr die macht, bitte so immer unsichtig mit eurem Partner, dass ihr euer Gegenüber nicht verletzt. Ja, Marco kann fallen, das haben wir oft genug trainiert. Der Holzboden hier ist noch halbwegs geeignet, aber ansonsten legt euch bitte Matten vorher hin, wenn ihr das trainiert. Macht das vernünftig. Wie gesagt, wir wollen immer gesund bleiben. Und jetzt seht ihr mal so ein paar Ausschnitte, wie man es machen könnte. Und auch wenn nicht alles immer so, ja, rund aussieht, wie man das auf anderen Kanälen sieht von einigen Sifus, die euch dann irgendwelche Techniken zeigen. Marco ist heute kein kooperativer Partner. Also er wird sich heute auch zur Wehr setzen und mal ein bisschen wehrig sein. Und dann sieht man, dass das nicht immer so locker funktioniert, wie man das vielleicht mal woanders bei YouTube sieht. Aber das wollen wir euch nicht vorenthalten, denn so sieht die Realität aus. Bleibt dran, es bleibt spannend. Auf geht's! We'll be right back.
Freunde, jetzt habt ihr also gesehen, wie das aussehen könnte. Kompromisslose Selbstverteidigung im Bereich Wing Chun. Ja, einige Sachen sieht man halt nicht. Den Ellenbogenstoß zum Beispiel, den Griff in die Hoden. Deswegen habe ich die Sequenzen etwas verlangsamt und manchmal auch ja, herangezoomt, damit ihr das sehen könnt, was macht der Dom da eigentlich. Denn viele Sachen fallen einfach nicht auf. Es ist halt nicht so cool, es sieht halt nicht so cool aus. Es soll halt keine Show sein, sondern effektiv für die Straße sein. Und wenn du gerne wissen möchtest, wie man Latzau richtig macht, auch mit Marco am Start, habe ich hier oben ein Video für dich. Das guckst du dir als nächstes an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lass ein Abo da, bleib mir treu, hau rein, ciao, dein Dom.